Und dann herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Verstellung. Ja, warum seht ihr diese Mod-Verstellung? Beziehungsweise, diese Mod-Verstellung ist auf dem PC. Ja, das heißt, der Mod ist auf PC. Das heißt, die Taktoren, die ihr vor euch seht, sind auf dem PC. Ja. Nichtsdestotrotz, können wir uns das auf der Option angucken, oder? Ja, ich habe einen Speedplayer-Mod drin, der was schneller macht. Bloß da ich ins Fahrzeug eingestiegen bin, habe ich jetzt immer 20-fach. Ne, ist geil. So, wir steigen mal auf den Traktor und gucken so mit der Kamera um die Fahrzeuge rum. Also, was haben wir überhaupt da? Wir haben einen Güllefass. Hier. Das Zeug. Kostet ordentlich und ist irgendwie 20.000 Liter, 17 km, also wenn ich so Samsung gucke. Und das Ding ist, wenn ich hier mal drauf gehe. Gerüchte sagen, es ist irgendwie einfach nur das Samsung-Fass. Ein bisschen abgeändert, ne? Ja, dafür, dass er nicht mitgespielt hat, kriegt er jetzt alles ab, ne? Ja, das, warum ich das überhaupt vorstelle, das hat er, das ist ein Modder auf unserem Discord, der hat gesagt, ich soll mal vorstellen, oder hat mich gefragt, ob ich das vorstellen kann, und ja. Ich würde sagen, irgendwie auch das hier ist irgendwie das andere Fass, einfach nur ein bisschen abgeändert, ne? Und nicht schlecht. Vor allem, hier hinten ist immer noch der gleiche, also die Schleppschläuche sind gleich, ne? Da hat er eben auch eine Eisenbreiterung. Oh. Nut. Deswegen. Ja, das Fass. Was kann das für Konfigurationsmöglichkeiten? Hier kann sie jede Farbe auswählen. Oder halt Felgenfarbe kann man jede drauf machen. Auf der Hauptfarbe kann man noch so ein Schwarz drauf machen. Hier, rote Felgen. Es gibt auch hier noch Metal Black 1. Achtung, genau darauf achten. Metal Black 2. Das ist irgendwie immer sehr komisch, wenn man hier so hin und her klickt. Ja, das eine schillert halt ein bisschen und das andere nicht. Bei Reifenhersteller gibt es hier noch Pflegereifung. Bei Nokia, das sind gleich Pflegereifung, und Michelin, da gibt es hier nur die Standard-Dicken. Genau, dann gibt es bei diesem Fass hier als Hauptfarbe. Kann man jede Farbe, kann man auch so ein Grün drauf machen oder Pink. Oder hier. Das Ferguson bzw. Case Rot. Felgenfarbe gibt es auch jede. Genau. Designfarbe gibt es auch jede. Also, das möchte ich jetzt mal kurz sehen, wie das aussieht. Weil er hat mir essentiell verboten, nicht irgendwas pink zu machen, ne? Gut, ich mache mir damit Feinde, oder? So, als ob ich nicht genügend Feinde hätte. Beim Wieso ist eigentlich hier schon. Ach, Deutz Faro. Grün, ja. Okay. Das ist doch nicht das Deutz Grün, kann mir doch keiner erzählen, das ist doch viel zu hell. Was ist das hier? Deutz Grün, oder? Gut. So wie dazu, dann gibt es hier mit normaler Lenkachse und normal ohne Lenkachse. Gibt es ja auch bei Nokia. Hätte auch schon wenigstens hier mal die anderen Reifen hinzufügen können. Hier die schönen Michelin. Ah, wie schick. Na gut, sind sie jetzt nicht dran? Jetzt stehen wir da. Genau, ich wollte eigentlich noch was vergessen. Nämlich, das hier hat. Diese beiden Dinger, halt TD12 und SD700, das passt am besten dazu hier. Die beiden, da sind empfohlen. Man kann natürlich auch das Ding hier ranhängen oder noch irgendwas anderes in einem anderen Grubber hinten dran. Das ist eine normale 3-Punkt-Aufnahme hin, also sollte da kein Problem sein. Aber naja. Nehmen wir mal den Grubber, weil ich habe, glaube ich, nichts weiteres. Hoffen, dass der Helfer das überhaupt kann, weil ich habe keine Gönne. Nee.
Fängen wir. Ach, können wir das Wasser. Ja, da ich das nicht pink machen darf, habe ich extra hier die Felgen pink gemacht. Als ob es denn fair ist. Übrigens, ja, die Maschinen hier sind. Übrigens gibt es. Mir ist aufgefallen, der hier ist noch ein ziemlich alter Umbau. Weil das Case-Logo hinten noch schwebt. Muss ich vielleicht mal neu machen lassen, aber die Front ist. Naja. Und der hat Chrome-Parts hier. Gut. Lassen wir das mitten angeben. Legen wir den Grubber mal an und fahren einfach mal auf dem Acker. Den Acker hier habe ich komplett platt gemacht, damit ich eigentlich auch nicht runterfahren. Machen wir mal trotzdem. Weil vielleicht kommen ja noch zukünftige Mod-Vorstellungen. Da müssen wir mal drüber. Vielleicht kommen noch mal zukünftige Mod-Vorstellungen. Da werden wir das vielleicht ja auch nutzen. Also ungefähr soll das eigentlich dann auch auf PS4 gucken. Und das Gas will ich auch noch wegmachen. Und alles gleich, in der gleichen Farbe. Auch hier dieser Busch finde ich schick. Na gut, fahren wir einfach mal hier runter. Gucke mal, wo ist ein Gedüngt, wo nicht. Okay, die 3 ist nicht hundertprozentig gedüngt. Das bedeutet, da könnten wir nochmal drauf, oder? Auf der 7. Weil die 3 besetze ich schon. Also von daher. Fangen wir einfach mal in der Mitte an und. Ich weiß jetzt nicht, wohin der Helfer jetzt will. Okay, akzeptabel. Oh. Ich. Das arbeitet schick. Sieht aber eigentlich schick aus, oder? Also die. Ich mach. Also die pinken Felgen, die haben so. Haben so ein bisschen Hauch von Tüll. Genau, wenn ihr jetzt noch hier hinten die. Die Abbaugeräte. Ändern könnte, dann wäre es noch perfekt. Aber naja. Gut. So gesehen, während der hier arbeitet, können wir uns dann nochmal im Shop angucken. Ja, ich mach ihn jetzt. Das Ding kostet 130 und ist im Grunde das Fass, bloß anders. Und das ist billiger. Und das sieht bestimmt zu dem Zeug noch besser aus, ne? Gut, du kannst ja nicht die Felgenfarbe ändern hier bei den Dingern. Aber. Genau, die ganze Zeit gleich und ist billiger. Und das Shop-Logo hier fehlen die Reifen. Der sieht nicht schick aus. Er wird doch hinbekommen, hier so ein Logo zu machen, oder nicht? Naja. Gut. Dann wollen wir, glaube ich, gar nicht weiter rumhacken hier. Das läuft, das passt. Der tut, was er tun soll. Ja, das kann man. Kann man. Oh, scheiße, habe ich gar nicht geguckt. Man kann es auch nicht ohne Anbaugerät machen. Also man muss irgendwas hinten an der 3-Punkt dran haben. Vielleicht irgendwas Gülle. Ähnliches. Jo. Gut. Irgendwas, was den Schlauch da oben verbindet. Auch geil, dass der Schlauch sich verbindet. Anscheinend ist es teurer. eigentlich kann ich das hier stehen lassen kurz. Nee. Aus. Nehmen wir den Optum. Da, ach komm, nehmen wir auch das, was hier. Optum ist in der Ego geiler zu fahren, weil der Optum sitzt. So. Boah, hier ist gerade lächer. Na gut. Fahren wir mal zum Feld. Dem Fass, den gucken wir uns nochmal genauer an. Wie ist denn das eigentlich hier in der Ego? Können wir aufhören so zu wackeln? Sieht man da irgendein Teil? Nee. Wollte ich noch gucken bei dem anderen in der Ego, ob man da bei der Geradeausfahrt die Nadel da eben sieht. Also ihr seht da so eine Nadel. Da eben. Ja. Unterhalb vom Scheibenwischer, ne? Versteht ihr, oder? Gut. Ob wie die so ist, ne? So. Hört. Nein. Klappen es aus. Wenn das ausklappt, würde ich noch kurz gucken. Also nochmal kurz an und fahren kurz geradeaus. Rückwärts. Okay, nein, man sieht da auch nicht die Nadel, aber in der Kurve, oder? Im 17er hat man mit dem Puma und dem Fass hier die Nadel gesehen eigentlich. Müsste doch da eigentlich auch mit der hier sein. Ne? Egal. War mal richtig cool in der Ego zu sitzen und zu wissen, na, ich habe noch ein bisschen. Na gut. Dann kann auch genauso bei hier den Helfer anmachen.
Seite können wir gucken, ob diese Flächenbereifungen auf Getreide was taugen. Nein, tun sie nicht. Okay. Das haben die normalen auch nicht. Ich will schon die ganze Zeit mal testen, ob das bei Mais funktioniert, diese Pflegebereifung. Oder auch hier die Zinspflegebereifung vorne. Egal. Das war der falsche Taste. Hier wollte ich drauf drücken. Ah, der bringt ja auch schon wieder aus. Die Dinger bewegen sich auch schön über den Boden hin und her oder wegen. Gut, sonst noch was? Ne, der fährt halt, ne? Aber wenn wir hier mal auf der Map gucken, also ist schon ein breiter Unterschied. Gut, das sind 12 Meter? Das sind 30. Ne, das sind nicht 12, das sind weniger. Sekunde. 7. 7 Meter sind das. Das ist ja jetzt schon mal 30. Na gut. Aber dann würde ich sagen, danke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns auf der nächsten, bei der nächsten Mod-Vorstellung wieder. Vermutlich von der PS4. Vielleicht kommt das ja auch auf der PS4. Ich weiß, unwahrscheinlich. Aber ja, wenn, bin ich da, um es zu testen. Übrigens, es kommt vielleicht noch bald, also für die PC-Spieler, die dran geblieben sind, es kommt vielleicht noch bald ein Projekt am PC, wo unter anderem auch dieser Traktor hier schön dabei sein wird. Und auch, also wenn ich mal kurz gucke hier unter Marke und der Casey, ja. Unter anderem noch diese schicken Schätzelein hier, außer nur ein Maximum. Ich habe irgendwie zwei. Gut, dann, da wird vielleicht bald ein Projekt kommen. Mais häckseln, sei nur, mit Simon. Und, ja, Casey im Friend. Sonst sagen was? Nein. Dann würde ich sagen, bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.